Aber wo baust du denn den Dreck? Da, ich bin da in meinem Haus, da wo mein Haus steht. Genau gegenüber von dir. Und mache mir gerade Cleanstone. Woher weißt du dann, wo ich bin? Guck, ich bin hier. Du kleiner Stalker, ich weiß, dass du das warst. Irgendwas warst du. Was genau, werde ich noch rausfinden. Aber irgendwas warst du. Ich war nix. Siehst du, das höre ich schon. Du hast irgendwas gemacht. Nein, wirklich nicht. Nein, wirklich nicht. Jetzt bleib, versuch da ernst zu bleiben. Dabei reißt das so eine Fresse. Stimmt doch gar nicht. Liebe Zuschauer, ihr habt nichts gesehen. Ach scheiße, du wirst es ja eh sehen. Was hast du gemacht? Wenn du es anguckst, wirst du das sehen. Boah, ey, jetzt muss ich hier 5 Tage warten, bis ich das Auge zu Augen bekomme. Wo bist du? Ja, nicht da, wo du bist. Scheiße, du bist bestimmt Holzfarm. Nee. Du bist aber in die Richtung gelaufen. Nee, bin ich nicht. Doch, bist du. Nee, lüg nicht. Von Lügen bekommt man eine lange Nase, ja. Mein hängt schon am Bildschirm. Ja, okay. Ich muss mal gucken, wie viel Speicherplatz ich überhaupt noch habe. Ja, bei mir müsste es reichen eigentlich. Ach, ich habe noch 500 Gigabyte, das ist Ja, ja ich auch. nichts. Ich habe ja Feed the Beast aufgenommen, 3 Stunden letztes Mal. Wann Okay, kommt das geht's eigentlich? halt. Feed the Beast ist schon. Ach nee, ich hab's noch hochgeladen. Oh, Wann muss. kommt's? Oh shit, das wollte ich eigentlich heute machen. Oh, fuck. Kannst du gerne machen jetzt noch? Mir ist das sowieso langweilig. 20 Minuten, ja. Soll ich's kurz on. Ach nee, warte. Wenn's vorbei ist, stelle ich's auf online. Okay. Kommt Für. es dann täglich? Nee, wahrscheinlich so wie jedes Projekt jede 2 Tage. Ey, das kotzt mich so an bei euch. Da muss man immer so warten auf die Projekte. Ja, aber dafür kriegst du ja viel mehr Projekte. Dafür kriegst du ja, was weiß ich, wie viele Projekte. Ich habe die Hitman-Staffel jetzt alle angeguckt. Einige sogar zweimal, weil ich nicht gewusst habe, dass ich sie schon geguckt habe. Okay. Da hätte ich Das Skyblock im auch. Verlauf gucken können. Ja, ich bin halt zu intelligent für sowas. Ach so. Dann Skyblock-Projekt, die Adventure Map gucke ich an. Ach du Scheiße. Dann die Season gucke ich an. Habe ich heute gerade die neueste Folge mir reingezogen. Ach, du meinst die Und Hardcore-Season? genau, ja. Ja, die habe ich gestern noch hochgeladen. Ups. Und die Und. normale Season. Oh, stimmt, das habe ich jetzt Ich vergessen. habe mich verlaufen. Nee, okay, ich finde wieder nach Hause. Ja, Was ich ich habe ein richtig Haus, ich scheiße weiß es. finde. Ich lade Jonas Videos auch hoch, weil der hat ja gerade wegen Schule noch ein bisschen Stress und so. Habe ich gesagt, ja komm, ich übernehm's. Weil dem sein Internet, das dauert echt lang. Und wenn du willst, kann ich auch ein Special hochladen, was ich und Jonas aufgenommen haben. Dann hast du sogar 2 Videos, weil ich und Jonas das aufgenommen haben. Okay. Und habe ich gesagt, ja okay, komm, ich übernehm die Season. Bei dir zum Hochladen. Und dann habe ich gestern. Also ich lade immer für eine Woche hoch. Das heißt, ich lade jetzt. Ich habe jetzt für diese Woche 16, 17 und 18 hochgeladen gestern. So, dann habe ich 17 hochgeladen, alles wunderbar. Dann klicke ich auf 18 und dann sagt mir das Video, dann sagt mir YouTube, sie haben das Video bereits hochgeladen. Was aber nicht stimmt. Aha. Was ist jetzt richtig scheiße? Ich kann Folge 18 nicht öffentlich machen. Weil das anscheinend doppelt ist, aber obwohl ich habe dann geguckt bei meinen Videos, 17 ist was anderes wie 18. Und ich habe auch dreimal versucht, Video 18 hochzuladen. Es geht nicht, weil YouTube sagt, es ist doppelt. Creepy. Alter YouTube, ohne Scheiß, was du gerade in letzter Zeit machst, ist nicht mehr cool. Ja, vor allem die Handy-App, Alter, da könnte ich so kotzen. Echt, was haben Alter. die da geändert? Ja, es ist nur noch auf Englisch. Dann du kriegst so Nein. gut wie. Ja, doch. Nein, bei mir ist alles Android. Deutsch. Oh. Und auf jeden Fall, es dauert ewig lange, bis du mal mitbekommst, dass überhaupt jemand ein neues Video hochgeladen hat. Also, so wie bei euch, weiß ich ja, um 18 Uhr kommen die Videos, dass ihr die auf geplant hochgeladen habt. So, jetzt gucke ich extra, dass ich um 18 Uhr extra YouTube öffne. Da mal guck, ja, ist jetzt hier irgendwas? Natürlich.
Sehe ich mal wieder nichts, dann denke ich mir, vielleicht kommt es in einer Stunde, guck dann nochmal nach, ist erst wieder nichts. Und dann muss ich mal so 1000 Stunden warten, bis ich die Videos sehe. Ist ja kacke. Was soll das? Ne, ich meine, also YouTube hat sich enorm verschlechtert. Ja, vor Das ist allem wirklich so. erstens Google Plus und dann habe ich dem letzten Bericht gelesen, dass jetzt Gameplays erstens mal verboten werden sollen. Was? Ja. Das heißt, hier, wir sind am Arsch. Ey, gut. Weil anscheinend Nintendo das nicht will, dass Leute, also von denen ihren Spiele hochladen, weil die sonst ja nicht so gut verkauft werden. Idioten. Wer Ja. kauft schon Nintendo-Spiele, ey? Nein, das eben nicht. Mal ganz im Ernst, wenn ich mir ein Spiel hole, gucke ich vorher auf YouTube, ob das was ist. Ja, So. ich Da. habe mir auch Ja. Minecraft, SimCity, alle Spiele, die ich habe ich mir zuerst auf YouTube angeguckt. Eben, da verringt, da versch durch die Gameplays werden doch die Verkaufszahlen nicht verschlechtert. Ich würde ja eher sagen, dass die da verbessert werden. Ja, das Spiel wird ja promoted. Ja, eben. Manche Hersteller geben ja solchen, also uns Let's Playern oder großen Let's Playern halt die Videos schon vorher oder die Spiele. Dass sie das halt schon davor veröffentlichen können, dass halt die Leute wissen, okay, jetzt kommt da ein geiles Video, das kaufe ich mir jetzt vielleicht. So, und wenn, dann ist natürlich klar, wenn na, ich will immer Nitrado sagen, wenn Nintendo das durchsetzt, ist ja klar, dass die anderen großen, was weiß ich, ich sag mal EA oder so, oder Activision, dass die das natürlich auch durchsetzen und dann ist ja wirklich alles am Arsch. Aber EA hat gerade erst vor kurzem, also unten in jeder einzelnen Videobeschreibung steht jetzt, dass diese Videos ohne Lizenzen let's-played werden dürfen oder halt ausgestrahlt. Ja, von EA weiß ich's, aber halt von anderen großen, Ubisoft oder so, die werden da bestimmt mitziehen. Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Ja, ich hoffe auch nicht. So, Weil sonst. was ich dann auch noch gehört habe, das war aber, ich habe glaube schon 2 oder 3 Tage, dass jetzt solche Kanäle, die jetzt gerade so durch, wie heißt das? Dieser, kennst du das übereinstimmende Inhalt von Drittanbietern? Also dieses, also gegen die Rechte verstoßen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt. Zum Beispiel die ganzen Hitmans, die können wir nicht monetarisieren, weil da halt Videos drin ist von was weiß ich von wem. Okay. Sag ich zu mir selber, ja, okay, gut, kann ich verstehen. Aber jetzt will YouTube so vorgehen, dass die ne und normalerweise, wenn du ja in so einem YouTube-Netzwerk drin bist, Ja. zahlen die ja diese Dinger für dich. Also falls du da verstößt und dann da auf OK drückst, dann zahlen die das. So, und dann hat YouTube gesagt, dass die Netzwerke das in Zukunft nicht mehr, also nicht mehr so lässig zu sich nehmen sollen, sondern dass jetzt YouTube so vorgehen soll, dass die, wo dagegen verstoßen, bekommen erstmal, glaube ich, einen Strike, also einen. Und beim Strike kann ich ja nicht mehr Videos wie 15 Minuten hochladen. Und was weiß ich alles noch zusätzlich. So, dann, wenn du, glaube ich, 2 oder 3 Strike hast, bist du aus dem Netzwerk raus. Und das kann dann richtig schnell passieren. Da kann schon ein Video reichen, das mit dem übereinstimmende Inhalte. Und dann ist dein Kanal gelöscht und du kriegst ihn nie wieder. Und es ist wirklich für mich die größte Freiheit, die es gibt. Ich meine, Leute wie wir machen es sowieso nur aus Hobby. Also einfach, weil wir Bock drauf haben. Ich meine, es gibt auch Leute wie jetzt, sagen wir mal, PewDiePie, der meist abonnierte Let's Player, der lebt davon. Und wenn der jetzt Sachen nicht mehr Let's Playen darf, hat er erstmal Millionen Klicks weniger. Ja klar, auf jeden Fall. Und ich meine, für den ist das die komplette Existenz, was er sich aufgebaut hat hier mit YouTube. Also, zu den Sachen haben sich auch so große Spielehersteller jetzt geäußert und die werden jetzt auf jeden Fall mit YouTube, also beziehungsweise Google reden. Aber was genaueres weiß ich jetzt darüber auch nicht wirklich. Ich meine, Google ist sowieso der größte Scheiß, vor allem Google Plus. Ja Das eben. kotzt mich immer so an, weil jedes Mal, wenn ich auf YouTube gehe, mich neu einlogge. Wollen Sie Google Plus beitreten? Wollen Sie Ihren Firmennamen behalten? Wollen Sie Namen ändern? Alter. Ich bin immer automatisch angemeldet, das muss ich mir Gott sei Dank nicht Ja, geben. ich auch. Da muss ich mich immer wieder abmelden und. Echt? Boah. Muss ich nie? Ich muss mich von Google Plus wieder extra trennen. Okay. Also,
Ernsthaft, wenn jetzt da irgendwie noch so ein Scheiß kommt, was YouTube da alles noch macht, ey, dann. Es macht auch irgendwie dann. Oder irgendwann macht es ja auch keinen Spaß mehr. Ja, eh. Würde ich mal sagen. Ja, ich meine, es ist für manche Firmen, also sagen wir jetzt mal Sponsoren, ist es wirklich überlebenswichtig, dass die jetzt irgendwelche Leute haben, die sie promoten. Und YouTube wäre auch nichts ohne all die Let's Player, ohne all die Vlogger, die wirklich da draus was machen und Sachen vorstellen. Da können sich YouTube mit ihrer scheiß Komik, die was ich vorher immer auch angeguckt habe, diese Fail-Videos und so, die können sie sich fast eh wohin schieben, weil für die interessiert sich niemand. Ich frage mich auch, weil ich find, wenn jetzt die Let's Play-Szene sozusagen aufhören würde, was machen dann die ganzen Zuschauer? Ja. Eben. Ich sage jetzt einfach mal, ein Zehntel meines Tages besteht locker daraus, dass ich mir YouTube-Videos angucke, dass ich mir Gedanken mit YouTube mache oder weiteres. Und ich meine, manche, die, so wie jetzt sagen wir mal Studenten wie Dena oder halt, du kennst hier ein paar YouTuber, die studieren. Und vor allem Wohnungen in den Großstädten sind ja auch übelst teuer. Und die verdienen sich dadurch sowas bisschen dazu, damit sie sich was leisten können. Und ich finde das voll arschig, dass die dann jetzt Wochenende arbeiten gehen müssen dann. Und nee, Alter, das könnte ich überhaupt nicht machen. Ich würde so. Nee. Aber wenn jetzt das YouTube durchsetzt, was will ich dann machen? Ja, ich meine, alleine als so kleiner YouTuber wie wir können wir sowieso nichts machen. Aber ich denke, da würden sich auch andere Leute einsetzen, die ein bisschen mehr was zu reden haben. Und ich denke nicht, dass das so weit kommen wird. Du, weil. Woher willst du wissen, was manch, was YouTube für ein, ich sag mal, allein Aktienmarkt hat wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich auch nicht ohne. Nee, nicht. Vor allem, wie viele Sachen hochgeladen werden. Ich meine, müssen ja auch überall gespeichert werden. Das ist ja so, ich weiß gar nicht. Ja eben, die Rechner müssen ja auch immer größer werden, das Rechenzentrum, die Server, das ist ja, die müssten ja eigentlich sozusagen täglich erweitert werden, um was weiß ich, wie viele sozusagen eigentlich mehrere Terabyte oder Ja, ich mehrere glaube. Tausend. Warte. Irgendwo, ich habe mir gestern durchgelesen, was Terabyte, also mal 1000 heißt. Aber ich hab's vergessen. Das Gigabyte. Ein Terabyte sind 1000 Gigabyte. Nee, Terabyte mal 1000. Terabyte mal 1000 sind Penta. Genau. Pentabyte. Ja, Pentabyte und dann kommt nochmal irgendwas mit Zettabyte, irgendwas, keine Ahnung. Ja. Und es, also nicht nur Terabyte oder Gigabyte, sondern es müssten, Alter, was da Stoff täglich auf Ja. YouTube hochgeladen wird. Puh. Ich will ja nichts, ich will ja nicht irgendwie was Schlechtes sagen darüber, aber Kacke ist schon. Ja, mega. Aber. Stell dir jetzt mal vor, hast du nichts davon erfahren, dass das jetzt geändert wird. Ja. Du kaufst dir ein richtig hammergeiles PC-System um mehrere tausend Euro. Und dann erfährst du, geil, YouTube hört auf, ich kann keine Videos mehr machen. Jetzt habe ich mir den ganzen Scheiß umsonst gekauft. Ja, aber ich würde ja sagen, dass du nicht nur einen PC kaufen würdest für YouTube, sondern auch für dich selber zum Zocken, so wie ich zum Beispiel. Ja, aber ich meine, du, jetzt sag mal ganz ehrlich, für die Spiele, damit du sie lagfrei spielen könntest, hättest du locker 400 Euro weniger ausgeben können. Hätten wir ja. Ja, dann hättest du genauso eine Freude gehabt. Und ich denke mal, dass du diese 400 Euro mehr ausgegeben hast, weil du halt wirklich auch was Hochwertiges für deine Abonnenten hier aufnehmen willst. Ja, gut. Und das finde ich dann halt eine Frechheit, weil es, wenn man so den YouTuber-Zuwachs anguckt, es werden ja wirklich minütlich neue Let's Player-Kanäle erstellt, aber naja,
übelst abragen, wenn YouTube das durchsetzen würde. Ja, würden andere nicht anders abgehen, würde ich mal sagen. Ach doch, scheiße, jetzt darf ich alles neu bauen. Ey. Warum? Weil ich mich verschätzt habe, weil ich mich verzählt habe, besser gesagt. Noch 4 Minuten. Ich glaube, ich baue das einfach mal so behindert, wie es geht. Und zwar so. Jetzt habe ich den ganzen Scheiß hier wieder abreißen. Na, klasse. Jeder einzelne Gast, der was bis jetzt hier war, also dabei, musste sich mindestens einmal zwischen der Aufnahme muten. Echt? Ja. Und du nicht? Nee, ich nicht. Ich bin eine Ausnahme. Ja, okay. Beim Manu war ja am Ende nicht mehr da, weil sein Internet abgekackt ist. Das war halt auch ein bisschen kacke. Ja. Aber jetzt, ich will jetzt nicht Schlechtes sagen, aber ich sag mal, er war dabei. Er hat auch recht gut gebaut, muss man sagen. Okay, weiteres. Im Gegensatz zu ich, zu mir. Ja, im Gegensatz zu ich. Jawohl. Deutsch. Ich schreibe morgen eine Deutschklausur. Richtig geil. Oh Gott. Viel Glück, schon mal. Danke. Obwohl, ich war alle Jahre in Deutsch schlechter wie in Englisch. Echt? So. Ja. Und heuer ist das erste Mal, dass ich wirklich eine Klassenarbeit, statt die erste Klassenarbeit auf einen Fünfer zu schreiben, habe ich einen Dreier gepackt. Beim Elternabend lobt die Alte mich so dabei, beschimpft sie uns jedes Mal, dass wir dumm sind, dass wir kein Hirn haben, bla. Okay. So richtig geil, meine Mom. Also die vor meiner Mom bei der Lehrer, also bei der Professorin drin war, ja. Die ist voll rot rausgekommen. Meine Mom hat sich jetzt so gedacht, boah, hoffentlich schreit die mich jetzt ja nicht an, weil ich ganz genau, also meine Mom wusste ganz genau, dass ich sehr gerne zurückrede und sehr, sehr frech bin. Oh. Ist die Trissi frech? Fuck, klar doch. Ich stehen lassen können. Also, ehrlich gesagt, so gut in letzter Zeit war halt einfach die PC-Zeit irgendwie wichtiger. Vor allem auch gerade. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon spoilern soll. Spoiler ruhig. Server. Okay, ja. Soll ich spoilern oder? Die Zeit reicht nicht mehr, weil die Zeit ist eh schon vorbei. Leider. Jo, also ich würde sagen, ich lege jetzt einfach mal alle Sachen in die Kiste. Warte, ich komme eh noch kurz zu dir. Ich mache hier noch schnell. So, dann mache ich dann nächstes Mal weiter. Nein! Fuck. Ja, und ich werde auch sicher irgendwann mal hier die Sachen fertigstellen, wenn sich's mit der Zeit ergibt. Ja, also natürlich ist nicht so, dass die, oder wenn ihr natürlich auch mal in diesem Projekt dabei seid, dass wenn ihr nicht fertig seid, braucht ihr keinen schlechten Hintergedanken oder so haben. Wir finden natürlich auch wieder Zeit, das nachzuholen, keine Frage. Oh, du bist aber schon weit gekommen. Oh. Weiter wie andere. Ich hab grad mit dem Dach begonnen. Weiter wie andere. Sind das alle deine Sachen? Ja. Warum hast du eine Hacke? Eine Stonehoe. Geklaut. Von mir? Nee. Sondern? Von gegenüber, ich weiß nicht, wie er heißt. Ah, okay. Also, dann würde ich einfach... Hört, bin ich gerade durch die zu eine Tür gegangen. Die war offen. Die war zu. Die war offen. Also, irgendwie höre ich keine Sounds, ist ein bisschen kacke. Ich schon. Aber Schaden? Höre ich Schaden? Ne, Schaden höre ich auch nicht. Was ist das für ein Kack? Dann würde ich auf jeden Fall sagen, vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne. Also schaut natürlich auch bei ihr vorbei. Sage ich nochmal, ich werde es mir auf jeden Fall auch reinziehen. Mal gucken, wie sie sich so erschreckt bei diesem einen Moment. Da freue ich mich auch schon drauf. Den schneide ich vor das Intro. Hä? Wenn ich nicht vergesse. Nein. Du vergisst, glaube ich. Ja, ich weiß. So, wo bist du denn, dass wir hier zusammen beenden können? Nirgends.
Wo zum Teufel bist du? Nirgends, hab ich doch gesagt. Bist du nicht in deinem Haus? Nee. Du bist in meinem Haus. Nee. Ich bin in meinem Haus. Nein. Doch, oben. Echt? Ja, ich sneake. Oh. Hör auf. Okay, das waren die Machen wir noch eine Schneeballschlacht zum Abschied? Zum Abschied? Okay. Warte, ich muss ein paar Schneebälle holen. Scheiße, ich habe keine Schneebälle. Ich hab 11. Dann machen wir Hälfte, Hälfte. Okay. Okay. Wer mehr trifft, okay? Okay. Zeig, wenn losgeht. Es geht los. Lass mal was essen. Ich muss erst mal gucken, wo du bist. Bau dich ja nirgends hoch, sonst bekomme ich hier die Krise. Ich bin mir... Ich wusste es doch. Du hast dich wieder hier Vanish gemacht. Ich bin nicht Vanish. Es geht gar nicht. Oh. Keine Treffer. Nein, nein. Einmal getroffen. Scheiße, ich auch. Huh. Okay. Okay. Hast du noch einen? Nein. Ich gehe erstmal in dein Geheimversteck. Ach nee, da hast du bloß Kabel abgebaut. Ich komm nicht hoch. Ja, aber das sollte ein Keller werden. Ach so. Also, dann hoffe ich natürlich, es hat wieder Spaß gemacht beim Zuschauen. Nächstes Mal geht's da oben weiter. Da geht's dann weiter. Ja, nächstes Mal geht's bei mir am 1. Januar weiter. Ach ja, stimmt. Falls du noch irgendwas sagen willst an deine Abonnenten, kannst du jetzt vielleicht loswerden. Ja, einfach am 1. Januar wieder einschalten. Ich weiß noch gar nicht, was ich da für ein Video hochladen werde. Gucken wir mal. Und ja, also ich habe nichts mehr zu sagen. Nichts mehr? Würde ich sagen... Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss. Tschüss.